London, die Weltstadt an der Themse, ist der Schauplatz ungewöhnlicher Ereignisse. Menschen verschwinden am helllichten Tag. Es wurden keine äußeren Zeichen von Gewaltanwendung festgestellt. Also vermutlich Unglücksfall. Nein. Mord. Verzeihung, Sir, aber ich halte es für meine Pflicht, Ihnen etwas mitzuteilen. Was denn? Die Hexe ist in London. Ein neuer Film von Alfred Kober. Der Hexer, nach dem wohl bekanntesten Roman von Edgar Wallace. Die berühmtesten Experten von Scotland Yard jagen ein Phantom. Niemand hat je sein Gesicht gesehen. Nur die Frau des Hexers ist der Polizei bekannt. Dass ich Ihnen keinen Erfolg wünsche, verstehen Sie doch, Inspektor? Voll und ganz, Madam. Als Sie die Tote abgeholt haben, was habe ich Ihnen da gesagt? Verschwinden soll sie. Ja, und da gibt es 100 Möglichkeiten. Es geht um Mädchenhandel und Mord in dem neuen Edgar Wallace-Film Der Hexer. Mit Originalaufnahmen in London. Der Hexer in London. Und einer sensationellen Besetzung. Wir konnten feststellen, wie die Mädchen aus London herausgebracht wurden. Mit einem U-Boot. Ein genialer Verbrecher stellt Scotland Yard vor ungewöhnliche Aufgaben. Sie jagen den Hexer, nicht wahr? Weiß er, wer sich hinter diesem geheimnisvollen Namen verbirgt. Guten Morgen, meine Süße. Ist mein Higgy da? Hände hoch. Hexer. Du hast ja wieder so leichtsinnig, Liebling. Ist er der Hexer? Sitzen Sie gut, Inspektor? Ah, Sie liegen? Auf jeden Fall wird nichts mehr unternommen, was auch nur den geringsten Verdacht erregt. Verdächtig ist jeder. Wenn die beiden gespurt haben, können wir doch die Mädchen für Rio wegschaffen. Ja! Der erste von uns ist bereits tot. Der Hexer hält, was er verspricht. Zur Andacht, bitte! Sie haben Nerven, das muss man Ihnen lassen. Von Ihnen könnte sogar der Hexer noch was lernen. Guten Tag, Gentlemen. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Jeder hat etwas zu verbergen. Aber wer von Ihnen ist wirklich der Hexer? Die überraschende Aufklärung bringt Ihnen dieser hochprozentig explosive Film.